darf euch ein bisschen was zur Rebsorte Merlot erzählen. Das ist eine international ganz bekannte Rebsorte. Bei uns am Kaiserstuhl eher ein Exot. Ich würde aber sagen, oder wir können uns hier zu den Pionieren zählen. Wir haben schon seit 20 Jahren etwa die Rebsorte Merlot bepflanzt. Und ja, kann sich sehen lassen. Wir werden auch demnächst von unserem Merlot ein bisschen mehr hören. Gut, ist eine Rebsorte alternativ zum Spätburgunder, die gerade schon auch in der Farbe, wenn man mal reinschaut, so richtige tiefe brombeerrote Farbe bietet. Im Geruch dann, ja, breit aufgestellt, vielschichtige Aromatik, insbesondere so nach Heidelbeer. Und insbesondere, wenn er dann einen Schluck trinkt. Ein richtig mollig warme, samtige Rotwein, auch mit ordentlich Druck am Gaumen. Macht Spaß, sowas am Kaminfeuer, ein richtig Stück Fleisch dazu. Und so kann dann da oben ausklingen.